Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade Kitten. In der letzten Folge haben wir die Festung Dingenskirchen hier gestürmt, haben einige unsichtbaren Truhen gefunden, die nicht vorhanden waren und die ich schon vorher gesammelt habe. Und ja, wir gehen jetzt mal in diese Level weiter rein und hoffen, dass dieses Mal nichts Technisches passiert, was mich irgendwie davon abhält, diesen Part hochzuladen und mich noch mal den ganzen die ganze Level hier spielen lassen soll. Dingens, hier schon. Waffenarena. Was haben wir denn noch alles, was wir hier kaufen können? Wir können das Schwert hier kaufen. Gringis. Ja, wir können das hier. Ich glaube, das hier habe ich gespart, ne? Like new, only one other owner. Good. Get rid of bad stock nobody want. Okay, der Thomas war ja später ausrüsten, würde ich sagen. Aber jetzt sind wir noch im Pyjama unterwegs. Weil das macht Sinn und ich wollte gar nicht hier runter. Wie geht? Ach so, da ist das Ding, was wir geöffnet haben, genau. Okay, das sieht schon wieder offiziell aus. Dann gehen wir mal weiter. Konnten die Viecher eigentlich auch schon immer fliegen? Weiß ich gar nicht. Deswegen frage ich es ja. Hier sind wir jetzt ein oder zwei Schlägen von tot. Hier bin ich runtergesprungen. Also ein kleines bisschen überstark sind wir eigentlich schon. Ne? Und ich glaube, ich habe das an den Waffen liegen. Vielleicht das Spiel generell einfach. Weiß man ja nicht. Ein Level, wo wir die ganze Zeit verfolgt worden sind, das war zum Beispiel eine willkommene Abwechslung im Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Das war ganz und gar nicht einfach, weil man die ganze Zeit verfolgt wurde. Das hier. Oh, okay. Ich wollte schon sagen, ich habe irgendwo gerade so ein Piepen gehört. R2D2 piepen. Und zeig mal. Wir haben alle Skiffs hier und fehlt nur ein Datenpack. Und Patronen. Patronen, so 10 Stück. Da haben wir im letzten Part überhaupt eine gefunden. Ich meine nur in meiner Fail-Aufnahme. Verdammt. Und hoffentlich klappt dieses Mal auch alles. Also nicht Aufnahmegerät, geh aus oder nimm bitte den ganzen Ton auf. Also da war eine Truhe. So viel Glück. Ich meine, Pech kann ja niemand hier haben. Ja, ich komme hier gar nicht mehr hoch jetzt. Boah. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Verdammt, macht das Ding hier auf. Kann ich da klettern? Hey, was ist das denn? Oh, den gibt's auch noch, stimmt. Wie? Au. Mach mal so, bam. Ich irgendwie so ein Lava-Becken, wo ich dich reinschubsen kann. Wups. Boah, Ninja. Ich diese Ninja-Skills an. Wie eine Katze. Ja, noch ein paar AP. Hoffentlich geht das Ding gleich aus. Ey, was? Hilfe. Voll epische Kampf, obwohl er voll dämlich aussieht und ich bin tot. Nein. Oh, du bist aber immer noch. Ist wieder voll AP. Keine Ahnung, was ich hier mache. Setz mal den Angriff wieder ein. Denk mal, ich muss ihn da an dem roten Teil treffen. So mache ich die ganze Zeit diesen Angriff. Verdammt! Ich habe ihn getroffen, was? Also weit hatte ich ihn ja, glaube ich, schon, ne? Ich
Ram, stirb. Irgendwie treffe ich ihn die ganze Zeit so. Mann, verreck doch. So, ist er tot? Nö, er lebt immer noch, obwohl er keine Arme hat. Das ist nur eine Fleischwunde. Es ist merely a flesh wound. Soll ich mal schon sagen, wenn jetzt hier Ding nicht wieder da ist, ne? So. Ich weiß mich echt, wie sie hier bei so, oh, okay, wie sie überhaupt klettern kann, ne? Irgendwie krallen und so hat sie ja nicht, ne? Also ich habe nie so danach gescheckt. Und jetzt bin ich wieder hier, okay. Warum auch nicht? Dann gehen wir jetzt hier lang. So, meine Truhe gefunden. Boah, geil. So. Nein, das Ding möchte ich haben. Egal. Es scheint mich nicht mehr zu interessieren. Und da ist die zweite Datendisk. Sweet. Sehr gut. Oh, alle Datendisks. Sehr gut. Als wäre die Level schon bald zu Ende. Oh, what? Da fehlt doch noch ganz viel. Ah. Ich glaube, geht immer rechtzeitig auf, ne? Okay. What is this? Au. Hilfe. Okay. Au. Au, verdammt. Hm. Okay. Warte mal. Kann ich das anmachen, ja? Kann ich nicht. Okay. Warum sollte man das Ding überhaupt ausmachen können? Irgendwie da. Ah! Links war da auch. Nein, ich will noch nicht dahin. Ich bin unten. What is this? Can activate this sheet? What is this? Come on. Wow. Hey, das war's. Da ist irgendwas drin. What is this? Hilfe. Wow. Okay, ich glaube, ich muss mein Schild einsetzen. Au! Upp. Beinahe. Und eine Truhe. Jetzt möchte ich die andere auch noch haben, wenn es geht. Ich möchte dann nicht gierig sein, aber ich möchte sie doch haben. Und schlitz hier Leute auf. Ah! Verdammt! Oh, noch eine Truhe, mein Gott. Wie nah die jetzt hier kommen, ne? So, Spaß beiseite, wie kommt man in die andere Truhe? Oh, okay. Weg. Irgendwo muss man das Ding doch aufschalten, ne? Oh, noch eine Truhe. Kommt ihr, ne? Ist einfach so erschienen. Ich sagte, ich komme jetzt einfach so. Spaß beiseite, wie kommt man zur anderen Truhe da? Oh, 1000. Da hat sich Kid auch gefreut. So. Kann ich das Ding kaputt machen? Nö, warte. So, wie sieht's aus? Okay, 15 Amber von 16, 21. Meine Güte, was hat denn hier?
Okay, langsam möchte ich doch mal kurz zurück. Sieht schon sehr richtig aus und schon fast zielgerade mäßig. Ist mir ernsthaft, wie kann ich das Ding aktivieren? Deaktivieren meine ich. Was ist das Ding da drin? Ah, habe ich einen Datter? Keine Ahnung. Ach, das Ding habe ich da aktiviert. Und zack. Yay, Team. So haben wir die auch. Was denn ich? Ja, möchte ich jetzt wissen. Lass mich noch mal runter. Mal kurz. Mal experimentieren. Geht immer noch nicht. Egal. Was will ich denn so rum? Okay, das dreht sich rein. Schon praktisch so ein fliegendes Schwert. Man kann Geld von der Ferne aus einsacken. Wie so ein Enterhaken. Hat ein Schild und all sowas. Die ist voll überpowered, die Lady. Egal. Wenn du so andere Jump'n'Run-Helden anguckst, ne? Da auf Schildkröten drauf springen. Pff. Okay, Feuerblumen und also was gibt's auch. Ich rede ja jetzt nicht von einem bestimmten, ja, ne? Das könnte ja jeder sein. Da kann ich da hoch. Ja, kann ich. Boah, geil. Warte mal. Ich habe euch das Getriebe durch. Verdammt! Hör auf damit! Okay, egal. 4 fehlen mir, glaube ich, noch. Werde ich aber irgendwo noch finden, hoffentlich. Also ich habe was verpasst, dann finde ich sie nicht. Okay, dann nicht. Hey. Nicht leben. Ich beende euer Leben vor eurer Geburt. Jetzt kann ich darunter. Ja, kann ich. Möchte ich darunter. Keine Ahnung. Also. Boah, geil. Bonus. So sein, dass wir ja alles bekommen in dieser Level. Hoffentlich. Durch eine Level weniger, wo ich reingehen muss nochmal. Das ist ja muss, aber. Wenn schon, denn schon. Sweet. So, wie sieht's aus? Sag ich irgendwie jedes Mal, kann das sein? Ich habe mir die öffnet. 3 Stück noch, okay. Du mich auch. Jetzt fehlt uns noch eine Truhe. Hilfe, was? What? How could this happen? Na warte. Jetzt reicht's. Boah, jetzt reicht's. Jetzt kriegt er aufs Maul. Irgendwann. Mitten in die Fresse. Nein. Mein Wind entgegen, ey. Nein. Weg hier, Krokodil, Insekten, was auch immer, Viecher, die fliegen können. So, da ist ein Checkpoint. Wop. Was da oben? Dum 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 dum. Nix. Oh. Ah, geht weg. Ah, geht weg. Oh. Oh, geil, eine Schatztruhe. So, 2 noch. Geht weg. Ihr Wurm, Alligator, Insekten, Viecher, die fliegen können. Bist du denn jetzt angekommen?
Upgrade. Hey. Da komm ich nicht vorbei. Ich frag mich jetzt überall hin, kann das sein? Da bin ich hier. Boah. Epic Plot Twist. Oh, Truhe. Noch eine. Bonus. Boah, sag mir nicht dabei die letzte, sonst hast du Scheiß. Sonst tue ich voll Rage machen hier. Dann schmeiß ich das Mikrofon so aus dem Fenster. Die nächste beste Person, die gerade vorbeiläuft. Die sich so. Ey! Pauf Maul! Ah! Okay, wo will ich hin? Das ist die letzte Truhe. Bam! Was soll die Level schaffen? Boah. So, alles erledigt. Jetzt nur die Level schaffen. Das ist ein geiler Plan, ne? Bringen er mich zum letzten Gebiet, wo auch es sein soll. Boah. Was? Wie? Wie hier ist der letzte Checkpoint, ey? Na, warte. Wie bin ich denn so gestorben, ganz ehrlich? Jetzt geht einer aufs Maul. Jetzt kriegt er jemand aufs Maul. Boah! Geil. Boah, 1000. Jedes Mal. So. Wahrscheinlich kommt dieser harmlose Typ normal, ne? Oh, hi. Nochmal ein paar aufs Maul. Good trick. That's got to be an A99. So? I've never seen one before. I mean, yeah, it's gonna be a bit tougher, but only a bit. Geh weg. Geh weg. Immer schön auf das Rote. Ja, sehr gut. Voll episch. Dann noch irgendwas ganz nebenbei. Ich muss noch gucken. Kein Hochklettern, oder? Nee. Lass mich mal heilen. Okay. Hey. Greift mich einfach aufs Screen hier an. Du machst Tricks. Wie Schwertmeister hier. Ich kann auf den drauf gehen, ne? Mohohoho. Kann auch stylisch aussehen lassen hier, ne? Verdammt, ich wollte gerade mein Dings einsetzen, ne? Empty. Odd. These things don't come with remote host controllers, so why is there one installed, and why is it Saltec? Steve? We thank you again, Miss Ballard. Yep, that's okay. Now you're free to wander around and do that wandering thing that you do. Yay me! And you? I need to find the Nortian wolves. It is said that the village of Itralop to the south is pleasant this time of year. Yeah, sure. But I really need to find the wolves' den. South? My child. The village. Oh! Okay. Ah, ich glaube, er wollte was sagen. Na gut. Haben wir mal die Level zu 100% geschafft. Sehr gut. Wir sind jetzt in der nächsten Level.
Moral. Und zwar hat die 17 Truhen, 2 Skills und 2 Datenpacks. Sind nicht mehr viele übrig. Okay. Würde ich sagen, ich beende den Part hier, außer irgendwas passiert noch. Aber anscheinend nicht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Blade Kitten. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.